YouTuber, herzlich willkommen zu meinem lang erwarteten Unboxing von meinem iPhone 7 Plus. Es ist endlich da, ja, nach langem Warten kam es dann endlich heute an. Und ich bin so aufgeregt, dass wir gleich den Karton aufmachen, ohne lange drüber zu reden. Das große Unboxing-Messer erstmal genommen und hier alles aufgeschnitten. Neue Verpackung, bisher noch nie gesehen. So, und wenn wir das Ganze hier aufklappen, da haben wir es dann auch schon. Ich war leider einer von den Unglücklichen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jetzt knapp 3 Wochen drauf gewartet. Ich war Vorbesteller und es kam wirklich heute erst an. Das kann ich euch sagen, das war eine lustige Zeit zwischen Höhen und Tiefen. Aber jetzt ist es endlich da, es liegt hier und halten wir uns nicht lange dran auf, fangen wir an, es auszupacken. Also als erstes haben wir hier vorne die Farbe selbst. Oder besser gesagt, die Rückseite des Telefons ist abgebildet. Haben wir hier unseren schwarzen Apfel, iPhone-Schriftzug, Apfel, iPhone-Schriftzug. Auf der Rückseite das übliche Gedöns. Ich habe das Plus mit 128 GB. Oh, und halt in matt schwarz. Was neu seit diesem Jahr auf jeden Fall ist bei dem iPhone, es gibt nicht mehr das Problem, man muss hier mit dem Messer rein oder so. Nein, wir haben jetzt hier eine wunderschöne Aufreißlasche, an der wir ziehen. Und dann packen wir dieses wunderschöne Gerät auch schon ganz schnell aus. Und jetzt wie immer, Magic Moment. Wir nehmen den Karton an. Und das Telefon ist frei. Ha, Pustekuchen, ist natürlich nicht frei. Apple hat auch in diesem Jahr eine Neuerung drin. Wir haben jetzt hier nicht mehr das Telefon, was uns anguckt, sondern dieser lustige Papierschuber. Wo wir auch gleich reingucken, was drin ist. Wir haben hier Quick Start Guide in verschiedenen Sprachen. Also das, was man eigentlich kennt. Dann hier unseren Pin-Key, SIM-Key, SIM-Pin-Key oder wie der heißt, keine Ahnung, ist schon so lange her, um halt den SIM-Karten-Slot rauszuholen, um dann die SIM-Karte einzulegen. Des Weiteren haben wir Informationen, wo wir das Benutzerhandbuch herbekommen, Verbraucherinformationen, Garantie, bla bla. Und unsere wunderschönen Apple-Sticker, wobei ich mir für dieses iPhone gewünscht hätte, dass man vielleicht das der Farbe entsprechend die Sticker halt mit einfügt. Also für ein mattschwarzes mattschwarze, für Diamantschwarz hätte man Diamantschwarze genommen, Roségold, Roségold und immer so weiter. Aber das wird sich wohl nie ändern. Und jetzt kommen wir selbst zu dem Telefon. Endlich ist es soweit. Wir fassen hier die Lasche an, holen es raus und zeigen es noch nicht. Sondern wir gucken erstmal weiter, was sich in diesem Karton befindet. Wir haben weiterhin das 1 Ampere Steckernetzteil von Apple. Dieses ganz kleine, normale. Ich hoffe, das kann man sehen. Was hier so drauf steht. So halt, ne? Dann haben wir die neuen EarPods. Nicht mehr in dieser wunderschönen Kunststoffschale, was ich sehr toll fand, sondern jetzt in billigem Plastik. Auf der Rückseite befindet sich der Adapter von Klinke auf Lightning oder von Lightning auf Klinke, je nachdem wie man es will. Und wenn wir das dann hier aufziehen würden, würden wir halt sehen, dass es keine Klinkensteckerbuchse mehr ist, sondern auch Lightning. Aber ich lasse das noch so verpackt, weil ich brauche die eigentlich eh nicht. Dann haben wir unser geliebtes Lightning-Ladekabel hier unten drinne. Auch nichts Neues, nichts Besonderes. Halt jetzt mit Pappe verklebt und einem Ring drinne, damit das ordentlicher liegt. Aber ja, nichts Besonderes, halt nur Zubehör.
Und dann endlich jetzt kommen wir zu dem lang erwarteten iPhone. Da ist es dann auch schon. Wie wir sehen wir schwarz. Gucken wir uns die Seite an. Ich muss erstmal kritisch gucken, weil ich bei einigen im Forum gelesen habe, die haben ihre Geräte erhalten und da waren dann Kratzer auf dem Display oder Kratzer am Gehäuse, was ich ehrlich gesagt nicht tolerieren werde. Weil ich es schade finde, ein Gerät für 1009 Euro und dann mit Kratzern zu haben, ist, muss nicht sein. Also gucken wir erstmal ringsherum. Deswegen dauert das jetzt auch alles ein bisschen länger. Aber ich muss sagen, ich habe keine Montagsproduktion erwischt. Das Gehäuse an sich ist erstmal sauber. So, dann lösen wir die Folie hier unten. Und dann legen wir das Telefon mal frei. Und da ist es dann. Was steckt drin in diesem Supergerät? Ja, wir haben verbaut einen A10 Fusion Prozessor mit 4 Kernen. 2 Kerne davon laufen für hohe Ansprüche mit 2,4 GHz und die anderen beiden Kerne ist derzeit noch nicht so wirklich bekannt, wie viel Gigahertz die nun takten. Dazu haben wir als Neuerung hier oben die 7 Megapixel Kamera, die jetzt auch in Full HD Selfies aufnimmt, was ich eigentlich eine ziemlich spannende Sache finde. Dann zusätzlich haben wir hier unten den neuen Home-Button, der sich nicht mehr drücken lässt, sondern nur noch eine Glasfläche ist und mittels Taptic Engine, die man aus der Apple Watch kennt, so ein Klicken simuliert. Aber das wird man dann im nächsten Video sehen, wenn ich dann die Einrichtung mache. Auf der unteren Seite sehen wir, hier ist die Kopfhörerbuchse verschwunden. Wir haben hier den Lautsprecher. Einen davon und hier oben ist der zweite, weil wir jetzt auch Stereoklang haben. Wobei man hier unten noch sagen muss, das hier, also was aussieht wie ein Lautsprecher, ist in Wirklichkeit nur Attrappe. Da ist nichts hinter, da steckt nichts drinne. Das ist einfach nur, damit es wahrscheinlich schöner aussieht. Wer weiß warum. Kommen wir zur Rückseite. Da hat sich einiges getan. Wir haben jetzt hier die Antennenstreifen nicht mehr. Die Antennenstreifen, die früher mal hier waren, die sind jetzt verschwunden. Die sind halt hier oben und sind der Farbe so angepasst, dass man sie mit bloßem Auge, also man muss wirklich schon ganz genau hingucken, um sie überhaupt noch zu erkennen. Also man sieht sie wirklich ganz schwach. Finde ich wirklich sehr gut gelungen. Zeit wurde es auch. Dann nächste technische Neuerung. Wir haben hier den Quad True Tone Blitz. Das heißt, wir haben zwei kalte und zwei warme LEDs, die dann ein besseres Licht machen, um dann die Bilder besser darzustellen. Und die größte Neuerung ist, ich hoffe, das kann man sehen, die Dualkamera. Wir haben 12 Megapixel und bildstabilisiert. Die eine ist ein Weitwinkelobjektiv und die andere ist für, ist das Zoom-Objektiv. Wir können mit dem Weitwinkel bis zu zweifach zoomen und das andere schaltet sich dann dazwischen und sorgt dafür, dass wir bis auf zehnfach kommen. Ansonsten gibt es hierzu nichts weiter mehr zu erzählen. Das ist es nun und ich mache mich jetzt ran an die Ersteinrichtung und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und bis dann.